Leute, diesmal habe ich den ersten Band der 11. Staffel von Buffy dabei. Es hat wieder etwas gedauert, bis ich mir geholt hat. Es liegt auch mit daran, dass Panini ja gerade ein bisschen die Preise ein bisschen angezogen hat. Ich denke, das habt ihr alle gemerkt, dass die Sachen, die vorher 12,99 gekostet haben, jetzt 13,99 kosten und Sachen, die vorher 16,99 gekostet haben, kosten zwar immer noch größtenteils 16,99, aber so ein paar bestimmte Titel, die sich nicht ganz so gut verkaufen, die kosten jetzt 17,99 und bei Buffy ist es sogar so, der kostet hier sogar 19,99 für 6 US-Ausgaben. Ne? Also die haben ein bisschen die Preise erhöht und dann bleibt natürlich etwas, was jetzt 20 Euro kostet, erstmal etwas länger bei mir auf der Warteliste. Ne? Generell habe ich diesen Monat aber wenig Comic gekauft, aber ich habe mir gesagt, den muss ich mir jetzt holen. Der zweite Band erscheint jetzt oder ist gerade erschienen. Ne? Ich musste ihn jetzt einfach auch endlich haben. Ne? Und natürlich hatte auch die 10. Staffel so genial geendet, dass ich natürlich wissen wollte, wie es weitergeht. Aber es geht gar nicht damit weiter. Staffel 10 endet damit, dass Buffy ein Magirat gründet, um eben die Regeln der Magie in der neuen Welt aufzudiktieren. Und das wird hier zwar kurz angesprochen, aber was daraus geworden ist, erfahren wir nicht. Buffy ist einfach wieder in ihrem normalen Umfeld. Wir merken, dass sich bei allen Charakteren alles wieder so ein bisschen geebnet hat. Die Beziehung zwischen Dawn und Xander läuft wieder. Giles kommt mittlerweile mit seinem kindlichen Körper klar. Spike und Buffys Beziehung funktioniert auch wunderbar. Und Willow arbeitet immer noch als Beraterin für das Militär. Aber sie macht jetzt auch nebenher so ein paar junge Frauen in der Kunst des Wiccas unterrichten, nicht nur in der Magie, sondern in der ganzen Religion Wicca, was ich schon mal sehr schön finde. Ja, und dann passiert ein Unglück, ein Sturm kommt auf San Francisco zu, zerstört alles. Ja, aber dieser Sturm kommt nicht alleine, nein, er wird angeführt von einem riesigen Drachen, einen sogenannten Shenlong. Und damit meine ich nicht den Shenlong aus Dragon Ball, der uns 7 Wünsche erfüllt, sondern ja, ich rede von einem Shenlong, einem Wetterdrachen, der eben das Unwetter mit sich mitführt. Ne? Ja, hier bleibt im Dunkeln, was dahinter steckt. Es wird nur klar, jemand hat diesen Shenlong erweckt, gerufen, denn das letzte Mal war er auf der Welt zu sehen im 13. Jahrhundert. Ne? Und dementsprechend müssen sich unsere Freunde nun damit beschäftigen, was dahinter steckt. Und viel mehr werde ich gar nicht sagen. Es ist nur dieser kleine Einteaserung. Liegt daran, weil ich sowieso auch ein Buffy-Reread mit nach meinem Daredevil-Reread plane. Mit Daredevil bin ich so gut wie durch. Da will ich mal hier Stephen Kings, upsala, Der dunkle Turm dann rereaden. Na, dann werde ich auch dann erst das Video zumachen. Also den habe ich auch frisch. Hier werde ich aber kein Video zwischendurch ziehen. Das bringt hier nicht so viel. Ne? Und ich will so ein paar kleinere Sachen rereaden. Und da werde ich auch mal nochmal Buffy komplett lesen. Zumindest von Staffel 8 an. Hier die Chroniken werde ich nur zum Teil lesen. Die guten Teile, die ersten. Ich glaube 3 Teile, den Rest nicht. Der Rest ist nämlich nicht gut. Ne? Ja, so ist jetzt da zumindest der Plan. Also mehr werde ich nicht sagen, nur ein kleiner Hinweis. Es ist danach so eine Art Mischung aus Marvels Civil War und der zweiten Ultimate X-Men-Reihe von Marvel. So eine Mischung hier raus. In die Richtung geht dann zumindest die Story dieses Bandes und wird dann auch mit Sicherheit im zweiten Band noch so fortgesetzt, denn ja, es endet mit einem Cliffhanger, ne? Ja, der erste Band der 11. Staffel macht mir genauso viel Spaß wie die 10. Staffel, ne? Die 9., wie gesagt, fand ich nicht so gut. Man merkt eben, dass Josh Whedon mehr in den Hintergrund gerückt ist und jetzt doch mehr Christoph Cage das Ruder überlässt. Ne? Er ist immer noch überwachende Funktion, wie auch bei Staffel 10, aber es ist nicht mehr ganz so extremst und irgendwie funktioniert das. Man merkt, Christoph Cage hat Ahnung von der Materie Buffy, von den Hintergründen, von der Serie an sich, denn es wird immer wieder was eingebaut. Auch hier wird wieder Bezug auf alten Story-Abschnitten genommen. Und das finde ich natürlich richtig klasse, wenn das perfekt eingearbeitet wird. Ne? Und mit Rebecca Isaac auch wirklich eine sehr gute Zeichnerin für Buffy, die mir wirklich super zusagt. Ne? Die beiden haben ja ursprünglich an Angel und Faith Staffel 9 gearbeitet. Ne? Und die Reihe war ja eindeutig stärker, Angel und Faith Season 9, als Buffy Season 9, ne, also die war eindeutig die stärkere Serie, auch wenn sie leider bei uns nur auf 3 Bände gekommen ist. Wir sind wieder der deutsche Markt und die Leute haben es eben nicht so gekauft, was ich aber auch wirklich mal sage, dass es eben an der Staffel von Angel lag, denn anfangs war die auch super gut verkauft und Sonderbände, Zusatzausgaben, alles mögliche gekriegt
Und plötzlich ging es dann da auch nicht mehr so gut weiter. Und hier merkte man eben auch, mittendrin war ein Verlagswechsel drin und das war eben nicht wirklich dieses Staffelgebundene und mittendrin werden die Storys über den Haufen geworfen. Erst werden hier Engel eingeführt, dann sind es doch keine, war der doch kein Engel, der dann mit Angel rumhängt, obwohl der aber beim ersten Auftritt noch gegen andere Engel gekämpft hat. Von den anderen Engeln erfährt man gar nichts mehr. Die Staffel war Chaos und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass viele dann gesagt haben, ich fange gar nicht erst an mit Angel und Faith, was ein Riesenfehler war, denn die Serie ist so stark einfach. Die ist total stark, beruht eben auch auf Buffy Staffel 8, setzte das perfekt fort, ne? Mehr als eben Staffel 9 von Buffy. Muss einfach mal so gesagt werden, ne? Und die beiden haben eben wirklich in den USA guten Erfolg gehabt und darum wurden sie dann eben das neue Team für Buffy und sie machen mal nach einem Bombenjob und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt, dass das genau so weitergeht. So viel Gefühl wie für die Figuren und für die Handlung einfach nur göttlich. Wie gesagt, mehr werde ich zur Handlung hier erstmal gar nicht sagen. Ich mache irgendwann ein Reread, wo ich dann wieder etwas mehr spoilere, wie ja immer bei meinen Rereads. Ne? Aber Riesenempfehlung. Alle Buffy-Fans sollten losgehen, sich diesen Band holen. Ne? Hierbei muss ich auch, kann ich auch schon mal dazu erwähnen, es wird wohl dieses Mal in Staffel 11 keine großen Überschneidungen mit Angel geben. Das war jetzt hier in der Staffel noch anders und auch in der Staffel, da gab es immer wieder ein paar Überschneidungen. Die wird es hier nicht geben, aber nicht anhand von Buffy, sondern bei Angel und Fred. Also die Serie heißt ja jetzt nur noch Angel. Faith ist jetzt irgendwie getrennt von Angel. Und Angel und Winifred reisen nämlich gerade durch die Zeit. Im ersten Band haben sie gegen Illyria der Vergangenheit gekämpft, ne? Also Illyria hat gegen sich selbst gekämpft in der Vergangenheit. Und im zweiten Band treffen Angel auf Angelus und Dala, ne? Und nehmen die dann aber auch gleich noch mit in den nächsten Zeitsprung. Mal gespannt, wie es dann im dritten Band weitergeht, ne? Aber da wird es wohl diesmal keine Überschneidungen geben, ne? Weil wie soll es gehen, wenn die beiden auf der Zeitreise sind, ne? Und ich denke, das wird sich die ganze 11. Staffel bei Angel so durchziehen, ne? Riesenempfehlung auf alle Fälle, ein Muss für jeden Buffy-Fan. Anders kann ich es nicht sagen. Also ich bin extremst begeistert und wirklich richtig starker Start für die 11. Staffel. Also einfach nur Daumen hoch. Jeder Buffy-Fan sollte in den Laden laufen und sich die Staffel holen. So, ich mache jetzt Schluss. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.